Drachenlord, ja. Darf nicht Herzlich willkommen auf der festfliegen. Schanzenfahrt. BLM Ja, hat moin. alle Was macht nochmal der Deckungen. Heckflügel? Was macht der Vorderflügel? Heckflügel drückt dich runter. Ja. Der Heckflügel sorgt, dass deine Hinterreifen nicht drehen. Dein Vorderflügel sorgt, dass du in die Kurve kommst. Okay. Danke. Und die Let's Reifen go, sorgen dafür, dass du boys. fährst. Let's go. Oh, ich fahr schon mal raus. Der Ich Motor fahr auch sorgt schon dafür, mal dass raus. du nach vorne kommst. Keine Ahnung warum, aber ein Red Bull hat gerade in der Boxengasse für mich gehalten, als ich rausgefahren bin. So, für die Session Ehre. Salz ist das ja jetzt ein frohes neues Jahr. Ja. Salz, Junge. Let's go, man. Und ich fahre jetzt raus auf den roten Reifen. Oh Gott, Verwarnung. Alles Direkt raus, Verwarnung, weiße Linie überfahren. Es geht Direkt über die genauso Linie. weiter. Es geht direkt im nächsten Jahr so weiter. So, ich fahre mit den roten Reifen aus. Ja, also ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, in der Formel Salz nicht zu salzen, ja? Also, dass ich konzentriert zu Ende fahre. Ich habe mir vorgenommen, die 7 zu gewinnen. Oh, Ich habe mir keine vorgenommen, Ansage. Bass dabei zu challengen und so fair wie möglich zu fahren. Track Ich habe gehört, Limits. ich hab Das. gehört, ich ziehe euch jetzt noch alle ab. Ja, Mann. Ja, Mann, Alex kommt von hinten jetzt. Er konnte Ja. was late gehen. Nein, vom drittletzten Platz. Macht dann Bahrain-Modus oder was? Ja. Wer ist hinter mir? Also ich Ich. bin im Mittelsektor, chill mein Leben. Ich fahre gerade auf die lange Gerade. Fahr jetzt meine Banker-Lap, die Ja, wird eine ich richtige auch. Banker. Ich werde. Ich bin der Bank. Auf den Supersoften wird das garantiert der neue Weltrekord hier. Was? Supersoft? World of Champions! Daniel left the Okay, session. ich. So, Ruhe bitte. Oh Mann. Das ist jetzt lustig, direkt in die Wall of Champions. The fuck was that? Nein, oh, 0,2 Sekunden. Aber dafür auf Ultrasoft. Holy! Easy. Fährst du noch eine? Nee. Okay. Bin erstmal zufrieden mit der Zeit. Ich bin eine 1,10,6 gefahren auf Ultrasoft. Das ist gut. Ich denke. Ja. Ich bin eine 1,10,3 auf Supersoft gefahren. Was? Was? Was, Digga? Übertreib mal nicht. Ist er nicht. Jetzt? Guck's Bass nach, guck's nach. Ah, du bist Supersoft aus 2. Holy shit. Wie? Holy shit. Alter, Ja, 1, er 10, hat seinen 3, 0, Flügel abgerissen hinten so. 1, 10, 3, 0, 2. Vergesst nicht, ich fahre in McLaren. Ich musste ihn ja schließlich irgendwo auf Tempo bringen. Also könnt ihr euch meine Flügeleinstellung schon vorstellen. 0-0. Ach, Ich fast. glaube, Mercedes ist gerade in mich reingefahren. Ich sehe es, gelb. 5 letzte Gridstrafe. Nee, ich bin in der Auslaufzone zur Boxengasse gewesen. Also wenn, ich glaube, das war Bottas, wenn Bottas eine bekommt, wenn Hamilton eine bekommt, Aber wenn ich ehrlich bin, das ist nicht der Reifen, auf dem ich starten möchte. Boah, vielleicht. Also, du wirst dann zwar von allen überholt, aber. Never mind, es war Sergej Sirotkin und der hat einen Fünftel bekommen. Never Sag. mind. Also 1, 0, 9, 7 und 1. Ich hatte einen leichten Querstecher gehabt. Ich guck Ich grad bin mal Zeiten an. nicht meine 1,8 gefahren, aber 19,4, immerhin gute 22, Zeiten. 1, 28, 1. 19,8, 22, 1.
28-2. Ich habe nur im ersten Sektor verloren. Im anderen war ich komm, gleich schnell. 20. Move! Komm, mach schon! Schneller! Einer hin, einer im Sinn, zwei im Sinn. So, jetzt muss ich mir überlegen, was ich mache. Ob ich Hypersoft fahre. Alter, bin ich langsam im... Oh mein Gott, ich bin so langsam im ersten Sektor. Shit. Ja. Ja, Bass und ich haben erstmal hier mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Das heißt, wenn ich jetzt 0, wenn ich mindestens 0,3 im Delta positiv, negativ bin, dann... Bist ja, okay. Du auf Platz 3 oder Platz 2? 2. Ja. Gut, dann probiere ich mal aus. Wenn die Runde gut läuft, dann nehme ich die, ansonsten nicht. Also nimmst du Hyper. Ja, mal schauen, wie es läuft. Hyper, Hyper. Ich habe jetzt eine kleine Pause. Der ich wollte eigentlich auch eine Pause machen, aber... Der ich mir überlege, was ich mache. Ein Perez und ein Stroll sind vor mir. Wieso hat die Box mich jetzt rausgelassen? Die hat dich rausgelassen, wo du gesagt hast, dass du raus willst. Nein, die soll mir sagen, wenn ich raus soll, wenn ich Platz habe. Tja. Aber Basti, die Runde war echt stark. Ja, also ich hoffe Anfahrt mal, dass auf die lange Gerade hatte ich einen Quersteher. Ich hätte mal Bock auf ein Safety Car, so by the way, hier. Das wäre schon witzig. Hatten wir noch keins? Nee, bis jetzt hatten wir noch nie eins. Nicht mal in Spanien, wo ich abgeflogen bin? Nein. Da habe ich zwar das Rennen gewonnen, aber nein. Ah, doch, stimmt. Doch, als Daniel aufgegeben hat. Genau, als ich aufgegeben habe. Einfach nur so random. Aber du crashst irgendwie. Aber Ruhe bitte. Stirbst, aber... Ja, mich hat ein Bot überholt. Raikön war es, glaube ich. Alex ist auf einer schnellen Runde, Leute. Ist schon okay. Ich finde, reden ist immer angenehm. Ich habe kein Problem damit. In der Formel 420 habe ich regelmäßig Leute, die im Training irgendwelche Musik abspielen. Hasselhoff ist übrigens die beste Musik, wo ich gehen kann. Oder irgendwelche deutsche Marschmusik, das geht auch. So den. Wie heißt dieser eine Reichsmarsch nochmal von früher? Nee, sowas nicht, aber. Preußen Gloria. Irgendwie sowas. Schwarzbraun, die Haselnuss. Riskierst du es jetzt in der Wall? In der Champions of Wall? Nee, ich... Champions of Wall? Ja, Robert Kubica hat halt in diesem Vorstellungsvideo zu Kanada, Champions das im Übrigen dann doch nicht veröffentlicht wurde, was ich Mann, ich bin gerade auf der Hotlap, Mann! Jetzt muss ich lachen! Egal! Scheiße! Ich bin jetzt aufs Gras gekommen! This is how you do the Champion of Walls. Fuck! Das war jetzt scheiße. Daniel war Kurs auf P2. Mal gucken, was es jetzt wird. Jetzt nicht mehr. Oh Mann. Er ist aber noch im Grünen. Ja. Naja, 0001 im Minus ist immer noch im Grünen. Ja. Nein, ich wollte die Runde nicht nehmen, deswegen. Hammer. Nein, ich hab's. Wie ist dein vorderer rechter Reifen nicht ab? Ich hab's extra gemacht. Ja, aber ja. Ich war bei minus 0,301. Das hätte nie in dem für P2 gereicht. Das wäre, wenn du 18. Wenn du 800. bekommen hättest, wäre es P2 gewesen und es wäre locker P3 gewesen. Ja, aber ich will nicht. Ja. Ich absichtlich einfach die Wall of Champions nicht gekriegt. Ja, so, ich wollte nur gucken. Alex ist gerade auf einer Holy. Denkst du, ich würde die Wall of Champions nicht hinbekommen oder wie? Das hast du doch gerade gesehen. Es war extra, Mann. So, Alex, ja, das müsste P2. Ach, komm, oh mein Gott! So knapp. 44.000stel. Ich weiß nicht, wo ich das am Ende verloren habe. Irgendwo in der World of Champion dann. Im letzten Sektor 14. Ja, wie habe ich das nicht hinbekommen? Ich hatte 0,5 am Anfang in der Hairpin. Du fährst die letzte. Du fährst die Haarnadel. Weichei? Ich kann's nicht anders da sagen! Was? Du musst ein bisschen in die Haarnadel reinbremsen. Ganz nein, nicht die Haarnadel, die Wall of Champions fährt da. Achso. Sehr vorsichtig! Vollgas durch. Einfach reinbrettern. So wie ich. Nee, so nicht. Sag mal so, du fährst so, wie diese KI fährt.
so. Ich hab vergessen, auf Marker umzustellen. Richtiger Hurensohn. Jetzt musst du das Video hier zensieren. So, die Ultras sind an. Okay, hier ist gerade ein qualmender McLaren an mir vorbeigefahren. Was? Vor mir, ich sehe nur eine fette Rauchwolke. Ich glaube, der hat ein Motorproblem. Jetzt ernsthaft. Das ist zum ersten Mal, dass ich auf einer DRS-Geraden fahre. Mit Stufe 5 im EAS. Und 120. Auf. Du hast kein Benzin mehr. Richtig? Ja. Im Übrigen, um euch das ganze Rennen in der Boxeneinfahrt zu versauen. Wenn ihr in die Boxeneinfahrt fährt, da stehen rechts zwei... Ben Lenz hält die ganze Zeit auf. Der eine hat einen Blitzer drin. Der eine hat einen Blitzer drin. Nee, der blitzt halt wirklich auf, weil die Textur von dem Gelben falsch ist. Das ist doch jetzt nicht mein Ernst. Ich komme aus der Box. Fahr erstmal in die Wand. Erstmal Frontflügel ab. Oh. Scheiße. Ja, Boxenstopp. Holy shit. Wie viel Zeit haben wir noch? 6 Minuten. Ich glaube, ich mache den Vettel. Also ballerst du in Deutschland in die Wand fahren? Was? Nein. Wie fändet ihr es eigentlich, wenn es jetzt... Also, haben wir das auch eingestellt, dass man DRS-Probleme und so bekommen kann? Kannst du so oder so bekommen. Muss ich weiß nicht, das kann sein, dass der auch nur in Simulation drin ist, in Simulationsschaden. Simulation können wir in der Konstellation aber nicht fahren. Nee. Nein, absolut. Noch nicht, vielleicht später mal. Spottet den südländischen Jungen, der heute da und da vor der Mensa eine geraucht hat. Es können sicherlich auch wieder 10 Leute sein. So. Spottet das Mädel mit dem blonden Haaren, bitte melden. Nein! 50.000 Laufpass! Oh. Mit Ultras. Zur Hölle. Digga, Rasur. Ich habe richtig Zeit im zweiten Sektor verloren, merke ich gerade. Ich weiß nur noch nicht wo. Vermutlich in der Rechts-Links-Schikane, die du im vierten fährst. Nee. Lass mal. Oder? Nein. Guck mal, aber Temporadar 19. Was? Ich hab noch Benzin für eine. Oh shit, jetzt wandert er raus. Das schaue ich mir an. Ich schaue mal, Rennen ist auch alles bewölkt. Hinter mir ist auch schon ein Haas auf der Strecke. Welcher Haas ist das? Alex. Okay. Und fährt gerade eine Zeit. Ist das deine Outlap? Nee, war nicht direkt meine Outlap, aber... Ich hab grad umgestellt, deswegen habe ich die Kurve nicht so gut getroffen. Das ist ja nicht mal schlechtes Timing. Ja.
Let's go! Boah. Auf Ultrasoft, eine 1,94. Ja, ich habe im zweiten Sektor zu viel Zeit verloren. Alter, du hast absolute Bettzeit. Junge! Wie viel hast du trainiert? Drei Monate, jetzt die ganze Zeit über? Eine halbe Stunde vorher? KI auf 100? Und halt damals habe ich richtig viel trainiert. Letztes Jahr. Xandisch ist gerade absolute Bestzeit im ersten Sektor gefahren. Warte, ist Xandisch hinter mir? Oh, warte, ich kipp Stoff. Bringt eh nichts, ich habe zu wenig Benzin. Er ist gerade eine 1904. Ich hab zu wenig Benzin! Alter, das ist krank. Schade. Was ist er gefahren? Oh, ich bin noch P6. Er ist im ersten Sektor eine 19408 gefahren. Ist Bass auf der Strecke? Eventuell. Wie viel Zeit ist noch? Eins. Eine Minute. Nicht genug für dich. Blink, blink. Oh mein Gott. Oh. Ich schaue mir das jetzt aus der Boxengasse an. Nice, Jungs. Good job. Ihr seid einfach 1, 2, 3. Was reicht nicht mehr zeitlich? Um, dass ich rausgefahren bin. Ja, aber bei mir reicht's. Ja, bei dir reicht's. Du bist ja früher raus wahrscheinlich. In dem Moment, wo du gesehen hast, dass ich purple fahre. Ja, es reicht. Vettel bekommt eine 5 Plätze Gridstrafe wegen Sirotkin. Ja. So, Ruhe bitte. Egal. Ja, erzähl nicht. Ja. Deine Nase ist beschädigt vorne rechts, oder? Nee. Nicht? Aber die Runde ist ungültig, oder was? Ich gehe von aus. Wenn du kein Signal bekommen hast, zählt sie. Ich habe eine Verwarnung gekriegt. Dann zählt sie. Verwarnung zählt. Dann zählt sie noch. Als ob. Ja. Hast du abgebrochen, oder was? Nee. Dann fahr. Fahr durch. Das ist nur eine Achtung. Das ist nicht. Es wird unfassbar knapp, Leute. Er ist 3/10 grün. Ich war 3/10 schneller. Oh, es war ein gutes Schicksal. Es wird 16. 6? Oh, holy shit! 1-9-0! 9-4! What in the world? Es wäre eine 1,8er Zeit geworden, wenn ich davor nicht an die Wand gekommen wäre, an der World of Champions. Also ich sag nur, Battle is open für den Grand Prix. Holy! Das wird geil. Holy fuck, Buzz. What have you done? Jungs. Sehr schön. Aber ich starte auf den Ultrasofts. Und ich glaube, dass das ein Vorteil für mich ist. Auf jeden Fall. Und Buzz muss 2 Stunden machen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich bin's, Grund, und haut rein, Jungs. Ciao, ciao.